Willkommen zurück, liebe Leute, zu The Amazing Spider-Man 2. Wir kleben hier oben wieder am Mast. Können uns mal hier ein bisschen die Aussicht ansehen. Oh mein Gott, ist schon ein bisschen so ein... Ich weiß nicht, wie lange ihr schon zockt, aber es ist schon so ein bisschen N64-Style. Mit dem ganzen Nebel, um ja die Weitsicht schön zu kaschieren. Aber was soll's. Ich muss einen anderen Weg finden. Yay! Hey, ich wollte die Seite einsammeln. Oh, wo bin ich? Ach du Scheiße, ich wollte nur mal ganz kurz die Seite einsammeln. Bleib doch mal lässig jetzt. Das behalte ich dann wohl mal. So, boah, es ist laut gerade auf meinen Kopfhörern. Na gut, wie gesagt, über die Grafik hat man sich jetzt, denke ich, schon genug ausgelassen. Ihr habt sie ja selber gesehen, ihr seht die selber. Hab jetzt die ersten Kommentare von euch so ein bisschen gelesen. Und ja, da wird auch schon von PS2-Grafik gesprochen. Zieht euch das hier rein. Die Straße hat keine Texturen. Ist auch übel viel los hier in der Stadt. Aber ja, wie gesagt, die Grafik, kann man sagen, ist für PS4 wirklich unterirdisch. Synchro ist auch bisher nicht so pralle, aber das Gameplay an sich, ja, auch ein sehr wichtiges Element eines Spiels, macht bisher wirklich Bock. Weil, ja, Kampfsystem besser gut geklaut als schlecht selber gemacht, sagt man ja so gerne. Und, ja. Jetzt aber... Das ist nicht Carradine. Aber er darf auf keinen Fall noch mehr Waffen in Umlauf bringen. Die Spinne! Genau. Lass jetzt aber erstmal ein bisschen Hauptmission. Okay, du hast mich überzeugt. Kämpfen wir. Es kamen keine Tiere zu Schaden. Bösewichte hingegen. Yeah. Ich muss den Signature Move wieder ein bisschen hoch upgraden. Wie beim ersten Teil. Das war nämlich sehr, sehr. Ach du Scheiße. Lass uns gehen oder diese Leute brennen. Ach du Scheiße, was ist das denn? What the fuck? Wie sieht das Feuer aus? Hallo? Hallo? Eins hoch? Hilfe! Meine Brille ist ganz beschlagen! Stan Lee! Bist du's? Oh, Junge, vielen Dank, Spidey. Immer gerne, Stan. Hey, wie wär's, wenn ich den Bugle anrufe und denen erzähle, dass Jameson ein Schwachkopf ist? Lass dich von mir nicht aufhalten. Bis dann. Oh mein Gott. Stan Lee, der ist auch überall. Ich sollte zum Comicladen gehen und nach Stan sehen. Guck mal hier. Schadensbonus plus 20. Diese Prozentanzahl, steigt die, wenn ich mein Heldenlevel höher treibe? Ja, oder? Weil dann wäre das doch eine gute Sache, wenn wir das mal machen. Hier haben wir noch richtig wenig Punkte. Naja, gut, dann erstmal zum Comicladen. Woo! Oh, meine. Irgendwann begeht niemand mehr Verbrechen und dann weiß ich nichts mehr mit mir anzufangen. Na, dann kannst du ja vielleicht mal ein bisschen an deinen Sprüchen arbeiten. Peter? Hey, Stan. Oh, willkommen zurück, Comicfreund. Mann, ich hab dich hier nicht mehr gesehen seit... Ich kann's gar nicht genug sagen. Tut mir leid wegen deinem Onkel Ben. Oh, er war ein guter Mann. Er war der Beste. Danke. Ich musste gerade daran denken, wie wir immer hierher gekommen sind. Nach dem Chaos, das ich bei dir angerichtet habe, war ich mir da nicht so sicher. Längst vergessen. Hey, suchst du was Bestimmtes? Ein bisschen was von Marvel, um dich in Schwung zu bringen? Nein, ich war gerade in der Nähe, aber ich komme wieder. Also gut, falls du dich mal wieder inspirieren lassen willst, ich bin hier. Okay.
Das ist doch mal geil. Das ist doch mal richtig cool, ohne Scheiß. Das ist richtig geil. Lelele, trainiere deine Kampfkünste mit dem Arcade-Automat. What? Okay. Naja, Stan. Er müsste doch eigentlich verantwortlich sein, dass sehr nett. Sein Onkel stirbt, oder? Das, er hat doch Spider-Man erfunden, oder? Stanley. Hey, hat fast alles jemand erfunden. Hat meinen Rekord geschlagen? Das kann ich so nicht stehen lassen. Boah, Alter, das sieht ja mal richtig geil aus, das Poster hier vom Noir Spider-Man, oder? Das sieht richtig geil aus. Du arbeitest mit Whitney Chang zusammen, oder? Ist sie Single? Frag sie mal, ob sie auf ältere Männer steht. Nein, Alter, du Schuft. Burt Reynolds. Hey, jemand hat meinen Rekord geschlagen? Ja, okay, alles klar. Komm, checken wir das mal ab. Was ist denn das hier? Bereit machen für den Kampf. Ist das euer Ernst, Leute? Activision, Binox, ist das euer Ernst? Wir sind auf der Next-Gen-Konsole. Du musst nicht, egal was man macht, ob man einen Laden betritt oder so, das wird meine direkt mal 5 Minuten laden. Was ist denn das hier? Erste Welle. Ach so, oh wow, Gott, nur kämpfen. Schade, dass ich's kaputt machen muss. Ist doch scheiße, denn. Nee, denn raus hier. Ich dachte, es wäre jetzt wirklich ein Arcade-Game oder sowas, aber naja, nee, dann halt nicht. Zieht euch die Ladezeiten ein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie kann sowas passieren? Okay, wie kann sowas passieren mal. Eigentlich, Leute? Hey, sieht mein Hintern echt so aus? Geile T-Shirts hier am Start. Hier haben wir die Figuren. Die können wir auch mal kurz zugreifen. Peter Parker. Da gibt es aber einiges zu lesen. Straßenräuber. Stan Lee. Na gut, komm. Hauen wir ab. Ey, das Poster ist aber auch geil von... Das ist doch Black Cat, oder? Ja, klar, Black Cat. Doch, doch, da bin ich mir recht sicher. Dieser Bandenkrieg ist schrecklich. Ja, ja. Passt schon. Hauen wir ab, ey. Oh Gott, Leute. Also die Technik ist echt nicht... Also die ist einfach nur unterirdisch. Kann man nicht anders sagen. Also ich hatte eine Pizza Salami bestellt. Okay. Und warum kommt ihr denn bitte mit Pilzen? Und ich so, alles klar. Und sie so, ja, ja, wirklich, echt? Hier ist Carradine, was brauchst du? Feuerkraft, Mann. Es wird immer übler da draußen, du weißt ja, wie das läuft. Wir brauchen dicke Wummen und du bist angeblich der richtige Mann dafür. Gasse hinter Nunos Bar, 2 Stunden. Alles klar. Wir. Was stand da gerade? Durch den stärkeren Halt des Klammermechanismus der Netzdüsen kann Spider-Man mehr Kraft auf das Netz ausüben und so schneller oder höher schwingen. Stand da gerade, wir sind Level 3 schon? Heldstufe? Level 3? Ja, wir haben nur 800 Punkte. Aber der Spinnensinn, den möchte ich jetzt nicht unbedingt verbessern. Hören wir uns den Boost. Was ist das? Spider-Man konnte die Netzformel für die Stärke seines Netzes verbessern und damit auch den Netzschwung boosten. Auch stärker und schneller machen. Oh, scheiße, Mann. Wir sind Stufe 3 schon tatsächlich. Was haben wir denn gemacht? Alles klar. Daran könnte ich mich gewöhnen. Hui! Jetzt geht alles viel schneller.
Wo ist denn der Daily Bugle überhaupt? Müsste auch hier irgendwo sein. Na egal. Gehen wir erstmal zur nächsten Mission. Oder? Was meint ihr, Leute? Ah, cooler, yay. Also ich verstehe gerade echt nicht, wie das sein kann. Der Vorgänger war richtig gut. Ohne Scheiße, war richtig gut. Da, klar, der hatte auch seine Macken und so. Und da war echt viel bisschen im Inneren immer durch irgendwelche Fabriken latschen und so weiter. Klar. Aber, weiß nicht, was da passiert ist. Was, du zählst es? Ich dachte, du traust mir. Sehr lustig. Hey, was ist da? Halt! Komm schon! Hey, hey! Du seid, oh Mann! Eine Geißel. Nicht gut. Los, gehen wir! Wow, wow, wow! Ich lasse nicht zu, dass du jemanden umbringst. Aufs Auto. Spider-Man, bitte! Hilf mir! Halt's Maul, sonst stopf ich's dir! Stopf dir das Maul, verdammt! Ich schwöre, ich bringe... Was hat der eine, fette Machete, ey? Die Geisel geht vor. Wohin denn jetzt? Ich glaube, ich muss den da erstmal rausholen. Ich muss noch ein bisschen schneller drücken hier. Zack, so. Ja, genau. Tschüss. Kann ich die nicht irgendwie rausholen oder so? Wie oft denn noch? Oh mein Gott, aber hinten ist richtig. Hinten ist richtig. So, jetzt L1. Genau. Komm raus. Genau. Zack. Huh. Alles gut. Nur aufgewühlt. Holt dir den Irren. Keine Geißel mehr. Keine. Nur noch wir beide. Ich verspreche es, Onkel Ben. Diesmal kommt er nicht davon. Hol dir den Irren! Ich glaube, du bist die Irre hier eher. Na gut, Leute, ich würde sagen, das reicht erstmal für diese Folge. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Wenn ihr mehr sehen wollt, euch das gefallen hat, etc., etc., lasst eine Bewertung da. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Und hier seht ihr mal übrigens die Statistik. Es gibt anscheinend nur 14 Missionen, Hauptmissionen und ja, sehr viele Sachen zum Einsammeln. Na gut, Leute, wie gesagt, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.